da lang. Haben wir irgendwas im Briefkasten? Nö. Okay, dann versuchen wir jetzt einfach mal da reinzugehen. Wir sehen ja aus wie einer von denen, das kann ja nur schief gehen. Öffne Thekentür. Hallo. Öffne andere Tür. Dumm-di-dumm. Gehe zu. Okay. Öffne Schrank. Hey, hier ist das Artefakt von mir. Sehr gut. Oh, was ist da oben drauf? Nix. Okay. Gehe zu da. Ist der Wächter auch noch hier? Nee, ist er nicht. Oh, sehr schön. On, on, on. Benutze Schalter. Oh, okay. Benutze Schalter. Das ist ein Gefängnis. Benutze. Oh, ich fühle mich richtig dumm. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Raus. Oh. Was war das? Wahrscheinlich nur mein Bruder hinten. Ja, 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 wir sollen raus hier. Und Flucht. Bis bald. Jupp. Haha, sehr gute Agentenaktion. Okay. Frisch getarnt, raus hier. Und jetzt werfen wir den blauen Kristall wie vom Fernseher gefordert, denn wir hören auf den geliebten Fernseher. Einfach hier rein. Dun, 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 dun. Blauer Kristall. Benutze blauer. Nein. Ups. Das wollte ich nicht. Lalala. Also wir sollten nicht so sehr mit dem blauen Kristall rumspielen, vor allem wenn Aliens in der Nähe sind und so Zeug. Steh bitte wieder auf. Steh auf. Na komm schon. Ah, okay. Was ist passiert? Du hast mit dem Feuerzeug an einem Alien-Artefakt rumgespielt. Was ist wohl passiert? Benutze blauer Kristall mit Türschlitz. Was? Ich bringe den Artefakt in einen sicheren Ort. Das ist nicht gut. Öffne Tür. Ist geschlossen. Drück Tür. Kann nicht bewegen. Türklingel haben die keine. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt aber nochmal rein und klaus Artefakt nochmal. Vielleicht ist das ja irgendein Timer gewesen, der abgelaufen ist. Lalala. Öffne Tür. Öffne Thekentür. Hallo. Ganz unauffällig. Öffne Schrank. Wow, das Artefakt. Wer hätte das gedacht? Bis bald. Jo. Wir sollten den Kristall doch einwerfen, oder? Ich gehe mal kurz zum Nee, stopp, Timer. Falls es einen Timer gibt. Wir laufen jetzt nochmal kurz zur Tür, versuchen den Kristall ganz schnell einzuwerfen. Wir spielen diesmal nicht mit dem Feuerzeug rum. Lauf da lang. Da. Benutze blauer Kristall mit Schlitz. Schnell. Haha, okay. So. Jetzt. Öffne Tür. Ist verschlossen. Wo hast du dieses Artefakt her? Da war so ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Vergiss das Artefakt, du bist die Frau aus meinem Traum. Wir hätten vielleicht die Nasenbrille den Hut abnehmen sollen. Was für eine Anmache. Wart mal, ich hatte auch einen Traum. Da war ein seltsamer Mann. Ein Augenblick. Nasenbrille weg. Das warst du. Komm mit. Okay. Meine zwei Freunde und ich hatten seltsame Träume von Außerirdischen.
Sie erzählten uns von dir. Okay. Hör mir den Unsinn auf. Ich sehe, du bist skeptisch, aber es wird sich bald ändern. Warum sind wir skeptisch? Wir haben ein zweiköpfiges Eichhörnchen erschlagen, haben komische blaue Kristalle gefunden und wurden von Aliens beraubt. In diesem Traum sahen wir alle ein seltsames Gerät, das wir bauen sollen. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Hier ist eine Zeichnung. Hey, das kenne ich. Der blaue Kristall, den du da hast, ist ein Teil dieses Geräts. Mhm. Hier ist ein anderes Teil. Fehlt also nur noch ein Kristall? Okay. Wenn er ganz ist, kannst du mit diesem Kristall zu meinen Freunden zum Mars. Ja. Aber gehe nicht ohne Weltraumanzug. Nein, ernsthaft. Weltraumanzug? Ach, hier ist dein Artefakt zurück. Von nun an werden wir unser Wissen durch unsere Träume teilen. Okay. Sei vorsichtig, wenn einem von uns etwas zustößt, haben wir keine Chance mehr. Also versuch nicht zu sterben, ist das dein Tipp? Okay. Okay, guter Tipp. Wechsle. Jetzt haben wir die Option zu wechseln. Zu Annie, zu Melissa und zu Leslie. Annie? Annie hat gar nichts. Oh, so, wir können zum Mars wechseln. Wechseln wir mal zum Mars. Der Landeplatz auf dem Mars. Ich werde langsam müde von der Warterei auf Anweisung. Cooler Bus übrigens. Ey, jupp, hier ist es verdammt langweilig. Ihr seid auf Mars, Mädels. Und da ist sind Bahnschienen und ein Marsgesicht und... Wie hätten wir alle anderen auch nach Kalifornien in die Ferien fahren sollen? Verdammte Hippies. Hätte nur 2 Tage gedauert anstelle von 2 Monaten. Und wir wären nicht andauernd übel geworden, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ja, ihr müsst ziemlich schnell geflogen sein. Ja, und in der Schwerelosigkeit war das eine verdammte Schweinerei. So, wir haben Helm, den sollten wir wohl nicht absetzen. Welche bin ich jetzt? Ich bin Türkis. Öffne Tür. Geh zur Tür. I Heart Mars. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Sauerstoffhahn. Benutze Sauerstoffhahn. Benutze Helm. Benutze Sauerstoffhahn. Nein, benutze Sauerstoffhahn. Okay, Sauerstofftank ist voll. Wir sollten vielleicht mal die Tür zumachen. Schließe Tür. Nimm ab. Helm. Ich habe den Helm abgenommen. Okay, was haben wir noch? Wir haben eine DAT-Kassette. Benutze DAT-Kassette. Ne, benutze Radio. Benutze Radio. Schalt ein. Radio. Affengeiler Sound. Razer ist absolut gut drauf. Ja, okay. Ja, 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 ja. Schalt aus Radio. Danke. Nimm das Kassette. Wir merken uns Türkis. Melissa. Melissa. Genau, Melissa hat die DAT Kassette. Was ist im Handschuhfach? Nimm Cashcards. Okay. Nimm Sicherung. Es ist ein Ghetto Blaster? Nimm Rekorder. Komische Schalter. Benutze Steuerung. Ich gehe nicht ohne Leslie. Ja. Komische Würfel, komische Hebel. Anzeigen. Lies. Anzeigen. Alle stehen auf 0.
Okay. Zieh an Helm. Ich habe den Helm angezogen. Okay. Öffne Tür. Wechsel zu Leslie. So, was haben wir hier? Das ist ein Schienensystem. Gehe zu Riesengesicht. Ist das dann Keks? Nee. Gehe zur Tür. Öffne Tür. Scheint nicht aufzugehen. Was haben wir da? Knopf. Benutze Knopf. Benutze Knopf. Komme ich nicht ran. Sie ist zu klein. Wechsle zu Melissa. Hast du irgendwas Langes? Nö, hast du nicht. Okay. Wechsle zu Leslie. Tür, Tür, Tür. Komische Einschlagkrater. Nee. Also wir brauchen irgendeinen Stock oder so, um die anderen Knöpfe anzudrücken. Mir fällt da jetzt gerade das Haarnadelschild ein, aber das ist ja bei Zack. Sand. Nimm Sand. Viel zu viel zum Tragen. Nee, beim Sand weiß ich, was wir da machen müssen. Da brauchen wir ein gewisses Wesen. Was haben wir hier? Lies Schild. Sei kein Weltraumtrottel, trage immer einen Weltraumanzug. Ja. Benutze, ist das da ein Knopf? Ja, Knopf. Scheint kaputt zu sein. Oh, das ist nicht gut. Metallplatte? Öffne Metallplatte? Ist zugeschraubt. Okay, hier brauchen wir auch Werkzeug, das nur Zack hat. Können wir hier benutze Knopf? Scheint kaputt zu sein. Öffne Herbergstür. Nee. Okay, also wir müssen wahrscheinlich das Ding da aufmachen, um den Knopf zu drücken, damit das hier zu ist, damit das aufgehen kann. Und da drin ist etwas, das uns hilft, den Sand wegzumachen von dem, was immer das da draußen ist. Haben wir sonst noch irgendwas zum Anklicken? Tür zum Mars? Nein. Metallplatte? Nein. Lampe. Benutze Lampe. Klappt so nicht. Nee, okay. Hier können wir also auch nichts machen. Haben wir sonst noch irgendwo irgendwas? Was zur Hölle? Lies. Schild. Marsverkehrsverbund. Eine Fahrt, $100. Du hast keine Cashcards. Warum ist hier ein Cashcard-Automat? Warum nimmt der unsere Cashcards? Was steht hier? Lies. Schild. Oh, mehrere außerirdische Sprachen. Ah, hier ist Deutsch. Muss ein sehr großes Schild sein. Willkommen, Weltraumfahrer. Viel Spaß in unserer freundlichen Jugendherberge. Die ist kaputt. Kaugummi ist streng verboten. Ja, gehen wir da rein. Wechsel zu Melissa. Melissa geht raus. Schließe. Was? Nein. Ach, bist du größer? Warte mal. Benutze. Knopf. Komme ich auch nicht ran. Nee, schade. Ich scheine wohl gleich groß zu sein. Du solltest aber eigentlich schließe. Tür. Damit die drin ihren Helm theoretisch abnehmen könnte. Raumbus. Raumbus, Raumbus. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas hier anklicken kann, aber nee, okay. Dann geh du mal mit den Cashcards. Lies, Cashcard. 1138, das ist deine. Melissa China. Lies, Cashcard. Leslie Bennett, 342, da ist nicht so viel drauf. Das heißt, wir nehmen die linke Cashcard. Benutze Cashcard mit Schlitz. Ding, eine Münze.